So, ein Replay mache ich noch. Ja, es ist 1.43 Uhr und ja, eins mache ich noch. Es ist... Ja, auch hier beschwert man sich, ja. OP Toss, Hero Cow vom AI Fan Club gegen Mr. Bartek RX. Ja, wenn ich nicht mehr alles sehe, nehmt es mir nicht übel. Es ist, wie gesagt, 2:15. Ich gehe gleich ins Bett und... Wenn ihr euch fragt, welche Liga ist das? Das ist die höchste aller Ligen. Höher geht's nicht. Es ist Bronzeliga. Auf Alterim, Alterzim, Hinterhalt. Oh, PVT. Wie lange geht der Quatsch hier? Aha. Sehr gut. Ja, unten ist immer noch Radau. Ja, es ist 2:15. Es ist mal 10 Minuten, 20 Minuten leise, aber dann ist es wieder ein bisschen laut. Und ich habe jetzt nebenbei noch eine Folge Schwarzwaldklinik geguckt, während die anderen 4 Replays schon angefangen haben zu rendern, die ich eben schon gemacht habe. Ist jetzt natürlich auf Pause, natürlich. Ja. Und Terra baut schön. CC First oder weiter davor? CC First, ja, auf dieser wundervollen, beschissenen Kackmap, die riesengroß ist und totaler Scheiß. Ja, hier, super. Alle hier, guck mal, wie viel Platz hier ist, Alter. So, Gateway Gas. Second Pylon, Junge. Nu. Mach er hin. Ah, drüben ist es. CC First, ja, gut. Oh, Two Gate Opening, okay. Ja, aber das gefällt mir schon mal gut hier in der Bronzeliga CC First, dass er das erkennt, auf der Map das so spielen zu können, das ist schon gut. Ist aber auch klar, ist ja auch hier AI-Fan, ja, also der weiß, wie es läuft. Die Umsetzung und das Micro irgendwann dann und so, nicht? Und bis hierhin ist ja eben auch noch nicht so viel zu tun, da kann man mit den APM, die man in der Bronzeliga hat, kriegt man das auch noch sehr gut hin, so wie er das jetzt hier macht. Ja, gefällt mir gut. Nicht unbedingt, dass man hier gleich 3 SUVs am Bauen haben muss. Man kann ja das zweite Depot auch nach der Barrack. Aber vielleicht will er einfach nur unbedingt schnell dicht haben. Was aber auch nicht so ganz klappt, weil das zweite Depot hier nicht so ganz... ne? Da geht's dann schon los, ne? Weil die Barrack halt nicht richtig ist. Ja, jetzt hat er es auch gemerkt, glaube ich. Ja, weil er die Barrack falsch gesetzt hat. Deswegen passt das mit dem Depot dann nicht mehr. Ja, ja, hier drüben... Doppelgate Core Boost auf den Chrono. Ne, Walk-Attack natürlich. Natürlich. Gas läuft, Double Dings. Also, ist schon gut. Lötet jetzt mal so ein bisschen. Ne, doch nicht. Da geht scouten. Hero Cow. Ja, und auch er hier ist auch gut hier. Two-Gate-Echse. Schön zu Loten bauen hier, Bronzeliga. Ja, ich erwarte, dass es gleich übelst abgeht zwischen Mr. Bartek RX und Hero Cow. Ah, die krassesten Skills, wie wir ja wissen, gibt es in der Bronzeliga. Ja, und heute, beziehungsweise morgen, ja, es ist ja gerade 24.12., 1.46 Uhr. Battlefield wird wohl nichts mehr. Ich werde nach dem Replay hier Rendern noch einschmeißen, den Timer einschalten, dass dann so um, ja, so um 4, 5 der PC ausgeht. Da kann ich auch anlassen, stehe dann danach irgendwann bald auf, so um 10. Na, morgen, beziehungsweise, naja, und dann muss ich noch einkaufen gehen. Ach du Scheiße, nur noch... Gesöpf muss ich mir noch holen, weil ich habe ja hier am 26. da kommt ja hier meine Nichte mit ihrem Mann, also mein Schwager quasi, ja, mit mein Neffe, also ihr Bruder, der kommt auch noch, ja, abends zum Essen, und meine Freundin ist ja auch da. Ich meine, wir machen ja schön hier Weihnachtsessen hier. Ich mache schön Rinderrouladen mit Rotweinsoße, mit selbstgemachten Knödeln und Rotkohl. Ja, meine Freundin backt noch einen Kuchen und noch eine Suppe machen wir auch noch davor. Und vormittags, nachmittags, am 26. kommt noch meine Mutter mit meinem Bruder und seiner Tochter her. Hier die Bude voll. Ja, verdammte Scheiße. Nein, Quatsch, natürlich gut hier. Weihnachten und so. Ja, dann gibt es wieder großes Gefresse hier. Schön fressen, fressen. Hinterher noch ein bisschen bumsen vielleicht.
Ja, mittlerweile haben wir hier ein 4-Gate von Bartek RX. Ja. Forge, Scouten brauche ich nicht, denkt er sich. Ich bin Protoss. Ja, Double Forge und Terra fährt durch die Gegend. Terra baut Stim und Schilde. Double eBay. Also das ist schon ordentlich hier. Ja. Factory hier hinten, weil er dann da irgendwie auch noch Starport dann machen will. Was weiß ich. Ist schon aller Ehren wert. Ja, das SCV wird nicht weit kommen. Bis... noch nicht mal. Na, bis dahin. Ich hätte bis dahin halt getippt, ne? Weil ich dachte, die wären auf Hold Position. Dann halt eher 1, 2 und dann bumm. Ja, aber... Die sind vorgelaufen, aber die Stücke sind halt doch dann bis da geflogen, wie ich es halt vermutet habe. Ja. 1-1 könnte mal andrücken hier, Kollege. Oh, hier. Ja. Natürlich. Double Echse. Hm. Ja, aber drück doch die Upgrades, Junge. Mach hier einen Starport, Reaktor. Jetzt wird's dann nämlich langsam... jetzt geht's quasi so ein bisschen auseinander zwischen Bronze und Grandmaster. Ja. Jetzt kommen langsam hier die Differenzen, die Unterschiede rein, auch bei Protoss hier. Ich meine, der ist gut, der baut schön Pylonen, ist nicht so bleibhaft. Hier bringt's Double Upgrade. Ja, aber vielleicht mal eine Robotics bauen oder so. Doch mal scouten hier und Hero Cow hier. Das ist jetzt 10 Minuten, es ist nichts passiert. Ein SCV ist tot. Ja. Wenn jetzt hier eine Benji käme... Minen, Feierabend. Ich meine, okay, er hat jetzt Double Forge, könnte man nochmal eine Kanone bauen, aber... Nun gut, jetzt gibt es hier weitere Staccatos. Jetzt geht ein Zenit mal los. Jetzt habe ich mir, ja, jetzt habe ich hier eine Echse, jetzt habe ich die Upgrades laufen, ein paar Units. Jetzt gehe ich mal gucken, wo der Typ ist. Und dann haue ich ihm tierisch auf die Schnauze. So, jetzt gibt es hier auch 1-1. Ja. Weitere Baracken, da ist der Starport. Armory aber auch schon, das ist gut, ja. Also für einen Bronzespieler ist das ziemlich strong, was der hier macht. Er war scouten, er bringt Upgrades, er expandiert. Boah. Mach so weiter, mein Freund. Mr. Bartek kommt. Bartek RX, der Ultraman mit seinem Zealot kommt hier an, geschlöttert. Ja, kommt hier aber nicht hoch, weil da die Bude dicht ist. Hat doch gleich mal im ersten Versuch richtig gescoutet. Ja, die Marines haben Schilde, die Marines haben Stim. Er hat hier drüben schon 1-1. Ja, jetzt gibt es auch das Twilight Council und nochmal ein paar Kanonen, weil er weiß, ach, ich habe hier nichts zum Detection. Vielleicht kommt ja da was. Ne, deswegen baue ich mal ein paar Kanonen. Ja. So, die Baracken werden fertig. Jetzt gibt es hier auch den Flughafen. Ja. Plus 1, ja, Armor. Ist ja jetzt egal, ist ja nur noch ein Upgrade. Ja, und er schickt mal seine Truppe raus hier, der Hero Call. Ja, weiß, da hinten ist noch ein Zealot. Machen wir den mal platt, Junge. Ja. Nichts zu machen. Ja, drittes CC geht raus. Hat hier auch schön Hotkey und alles. Volles Rohr. Ja, auf der anderen Seite, wie sieht's da aus? Mittlerweile 1-1 fertig. Twilight gibt das Charge. Wo ist die Twilight? Ach da. Double Robo. Natürlich beide. Overmans ist klar, ist Bronzeliga, Leute. Ja. Kanon! Echse geht raus, hier vorne wird zugebaut. No, die machen das schon. Gespreadete Units. Ja, Medis. On the way. Ja, das 2-2 fehlt mir jetzt halt hier noch so ein bisschen. Aber ansonsten finde ich, ist das schon ganz sexy, was da hier macht. Gucken wir mal ein bisschen wieder beim Protoss. Naja, Charge plus 2. Geht los. Noch mehr Gateways. Also auch er gibt seine Kohlen hier so ein bisschen aus. Worker-mäßig Terra 50, Protoss 40. Oh Gott, ich kann doch den Ganoff mir hochziehen. Ja, ein bisschen Chrono-Boost zu viel, ja. Aber er boostet jetzt hier die Upgrades. 2-2 geht er los. Ich fände jetzt nochmal so ein Mothership Core hier. Ne? Immortal noch mit dabei hier vorne. Also schön Gateway Mix Immortal mit Charge und ja, guten Upgrades unterwegs. Ne? Da fährt er schon die dritte Base. Und ja, jetzt gibt es hier die zweite Reihe Depot. Das ist ja sehr clever hier. Dann muss er auch noch eine dritte Reihe machen. Dann muss er hier einmal ein Depot aufmachen. Dann hier und dann wieder da. Dass man hier so schräg immer laufen muss. Oh, what? Ja.
Mittlerweile könnten sich auch beide mal wieder scouten, so, um zu gucken, was macht er denn so. Ja. Aber man sieht ja auch hier schon Hero Cow im Supply. Der schießt durch die Decke, der baut hier durchgehend Units. Ja, mit seinen Baracken, da qualmt es richtig. Hier, guckt ihr das an, der baut durch, ja. Ich meine, jetzt ist das Supply blockt, aber er baut die ganze Zeit und hier drüben nicht so. Ja, er hat gleich 2-2er Charge, das ist gut. Jetzt gibt es Kolostek, aber er baut halt nicht so straight durch, ja. Dann ja fast 2000 Kohle. Ich meine, Terra hat auch 2000, aber man sieht, der baut die ganze Zeit. Hier passiert nichts. Es bleibt schon wieder. Mal gucken, was macht er denn so? Ja, Protoss 40 APM, Terra 60. Er ist gleich drüben auf 200, ja. Er baut hier nicht so. Er ist nicht so ganz auf Zack. Gerade. Ah, jetzt gibt es Double Colossal. Ist er gleich wieder Supply Block, weil die Viecher ja 6 Supply brauchen. So, Terra. Dicke Armee. Ich glaube, das gibt gleich einmal Stim und dann ist Feierabend. Obwohl der Protoss bessere Upgrades hat. Ja, cool, oder? Latsch da mal los hier mit deinem Haufen. Super Spiel. Hero Cow, Mann, was da los? Ha? Baut hier die übelst geile Depot-Reihe. Ja, jetzt scannt er mal. Ach, hier so ein bisschen. Da 30 dir ab, Junge. Na wohl, er hat jetzt... Ja, wo sind die Kolosse? Die sind noch nicht da. Range ist noch nicht da. Er wartet noch auf die letzten Units. 200 Supply. Und jetzt geht's gleich los. Aber die Kolosse noch mit bei. Komm, ja, Kolosse, geil. Dritter Nexus auch für Protoss. Jetzt geht's gleich tierisch ab. Double Observer, er hat keine Ahnung. Ah, die Upgrades 3. Attack läuft. Da kommt Terra, Junge. Stim. Ja. Die Kolosse mit. Ah, er haut erstmal, er will hier in der Engstelle bleiben. Ganz gute Entscheidung. Ja, macht er ganz nett hier. Der Protoss. Ah, der Nexus auf jeden Fall, aber der muss. Und Protoss baut halt auch eben nichts. Terra kann nicht, weil es Supply blockt. Ja, und jetzt geht's los. Ja, zu nah dran. Kolosse Schrott. Guardian Shield, okay. Aber ja, kein Schaden mehr. Zu viele Medivacs, da geht nichts mehr Schrott. Ah, mit dem Boost sogar nochmal. Was ist da los? Die Reste fighten hier. Warum wobbt ihr denn mal nichts rein? Da kommen ein paar Stalker, aber gegen Morolos, dann brauchst du Zellitz, Mann. Schieß doch, Junge! Oh. Ja, das war's. Schade, Protoss. Schade. Hero Cow hier mit der AI Power geladen. Nochmal zwei Kanonen, ein paar Stalker, aber das ist alles nicht mehr ausreichend. Guck mal, wie schnell das Schrott geht. Wie die auseinanderpuffen hier, diese Staubwolke hier von den Stalker. Guck mal hin gleich. Wie da die Wolken in alle Richtungen fetzt. Kacke, jetzt hauen sie ab. Na, dick Reinforcement kommt. Guck mal, wie die Stalker da auseinanderpuffen. Ich versuch das gleich mal hier auf langsam und dann eine Pause. In alle Richtungen, nach oben, unten, links, rechts. Ja, und auch noch in den Lücken dazwischen, so schräg oben und so. Oben, rechts und links und unten. So, 2-2 mit dabei, Laupa Terra fertig. 2-1-2 hier. 3-2 läuft, neue Kolosse kommen. Ein bisschen Geld hat er ja noch. Ah, Medivac hier, mal gucken. Wo will er denn hin? Achso, er checkt die Lage. Okay. Ah, scannt nochmal, findet nichts. Ah, hier auch die nächste Base jetzt rausgeschickt schon. Das ist jetzt hier, was er da vorhin gebaut hat. Das macht er ganz gut. So, jetzt pass auf, jetzt kommt gleich die Stalker-Explosion. Ich versuch's mal.
Ich stehe jetzt gerade aber zu viele aufeinander. Ja, seht ihr hier diese Puff hier in alle Richtungen? Das ist aber auch geil, oder? Mit den Strahlen und alles. Mir noch nie so richtig aufgefallen mit diesem Puff, ja, der wieder auseinanderstaubt hier. Da kommt nochmal Koloss an, aber geht da einfach drauf, Junge. Geil. Ein Haufen Schrott bleibt über von Protoss, Junge. Hero Cow, GG, Alter. Ja, fetter Scheiß, Junge. Hero Cow gewinnt gegen Protoss, Mr. Bartek RX. Ja, und ja, gut gespielt, Junge. Bronzeliga, super strong, fast Grandmaster-like hier. Das ist sehr gut. Ja, wenn er das nicht am Anfang so schief gebaut hätte, dann wäre das fast Grandmaster. So. Frohe Weihnachten, Leute. Klappt euch rein. Ich bin weg hier. Ich muss raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Geile Bronze-Action.